TURI 2TV, das Branchenfernsehen. Jedes Quartal ein neues Produkt, das verlangt natürlich von den Mitarbeitern so einiges ab. Man hört, dass sie sich da nicht bei jedem beliebt gemacht haben. Schauen Sie, ich glaube, wir sind in einem Veränderungsprozess. Und den Veränderungsprozess muss man mit der nötigen Geschwindigkeit und Gründlichkeit machen, aber auch mit der nötigen Sorgfalt. Und man muss sicherstellen, dass dass Mitarbeiter da auch mitkommen, das ist klar. Aber es geht nie geräuschlos, da dürfen wir uns keine Illusionen machen. Vor allem müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, wie dramatisch die Veränderung im Markt ist. Ja, also wir haben einen Print-Werbebereich, das ist immer noch die größte Einkommensquelle für die meisten Medienhäuser. Das geht um 5 oder 10% pro Jahr zurück für Tageszeitungen. Das ist relativ dramatisch, und wenn wir da nicht schnell handeln und entschlossen handeln, dann haben wir vielleicht irgendwann mal keine Zukunft mehr. Muss die NZZ da sogar vielleicht noch schneller werden? Ja, noch schneller weiß ich nicht. Wir müssen gleichzeitig schnell und gründlich sein. Das ist immer keine einfache Balance. Aber auf jeden Fall ist es so, dass wir Innovation machen müssen. Allerdings, und das ist auch das Wichtige dabei, wir müssen auch Innovation im Kernprodukt machen. Also wir denken auch das Produkt Zeitung, das Produkt E-Paper und das Produkt nzz.ch recht gründlich neu und machen auch dort Veränderungen. Man darf also nicht sich nur auf neue Baustellen konzentrieren. Man muss sehr wohl auch im Kerngeschäft schauen, dass wir da die existierenden Kunden mitnehmen, aber das Produkt eben auch modernisieren. Ein spannendes Thema. Sie stehen für das Digitale. Wie kann Innovation in Zeitung, im guten alten Print, aussehen? Ja, da würde ich Sie korrigieren. Also in unserem Bild stehen wir nicht für Innovation im Digitalen, sondern wir stehen für Innovation. Und unser Ziel ist es, eine möglichst breite Basis an zahlenden Kunden zu haben. Und der Kunde soll dann aussuchen, ob er das lieber auf Papier oder auf dem iPad oder auf dem Computer haben will oder auf dem Smartphone. Aber ganz konkret, wie sieht eine innovative Zeitung aus? Was macht eine innovative Zeitung anders? Naja, Sie müssen sich mal überlegen, wie die Funktion der Zeitung sich geändert hat. Früher mal war die Zeitung eine Nachrichtenquelle. Ja, sie war eine Übersicht über den Tag, und sie wurde aber anders konsumiert als in der Zeit, wo die meisten unserer Leser heute schon vieles auf dem Smartphone oder auf dem Computer oder auf dem iPad lesen. Das heißt, die Frage ist, was ist eigentlich noch die Funktion der Zeitung in einer Welt, wo sie so viele verschiedene Kanäle haben? Und das ist wahrscheinlich zum Beispiel nicht der Nachrichtenüberblick. Veit Dengler, CEO der NZZ, Dankeschön.